Wotan Lunke, 26 Jahre alt. Und das Schriesheim in Deutschland. Ein Boxstopper beim KSV Schriesheim. Hat bei den Weltmeisterschaften in Berlin vergangen, den ersten Platz belegen können. Hat im Finale Bulat Jumadilov aus Kasachstan besiegen können. Ist bei den Europameisterschaften in Berlin-Dänemark in diesem Jahr 50 gewonnen, hat im Viertelfinale gegen Albert Bakayev aus Russland verloren. Aber insgesamt ein sehr erfahrener, ein guter Mann, Zoltan Lunke. Es hat ja einige Kontroversen wegen seines Vereinswechsels gegeben. Bloß das sind alles Dinge, die man vergessen sollte. Man sollte sich genau wie er auf die vor ihm liegende Aufgabe konzentrieren. Wir schauen ihm mit Wohlwollen zu. Hoffe ich jedenfalls. Und hoffen, dass er hier in den Medaillenbereich kommt. Martin Castillo hat bei den Panamerikanischen Spielen 95 den fünften Platz belegt, ist im Viertelfinale gegen John Guzman aus der Dominikanischen Republik ausgeschieden, den wir gerade gesehen haben. In Rot also Zoltan Lunke, aus der Rot ist etwas übertrieben, hat ein bisschen Rot. Kommt aus der roten Ecke und in der blauen Kampfkleidung die Mexikaner Martin Castillo. Sondern kompakt und ersetzt Castillo, der Mann mit der größeren Reichweite, der hier offensichtlich auf Distanz boxen sollte, aber Schwierigkeiten haben dürfte, gegen den aggressiven Zoltan Lunke dies zu realisieren. Oh, knackige Rechte, die Lunke reinbringen konnte. War es mit 4 Punkten in Führung. Are in any particular points which stick out to you in the way these two fight? Yes. Besonderen Punkte, die dir besonders Auge stechen, wie die beiden kämpfen? Yes, most certainly. Zoltan seemed to be the more effective puncher in his right hand to the head. Zoltan ist der effektive Boxer mit seiner rechten zum Kopf seines Gegners. Isn't the reach, which the reach advantage which Castillo hat, has totally meaningless in this context because Zoltan is so aggressive and knows how to get inside his man. Yes, Zoltan appears to be a very technical person. He's really has no meaning to him in this contest. It's totally insignificant. He's in control of the contest. Zoltan ist ein sehr technischer Boxer. Die Reichweitenvorteile von Castillo bedeuten überhaupt nichts. Ist ein sehr effizienter Boxer, so wie er an die Sache hier herangeht. And you obviously, you mentioned it on the scoring system in Seoul was still the old one, and since Barcelona everything has changed. How do you feel about it? Man, seit 1992 haben sich die Dinge bei der Punktewertung etwas geändert. 88, als du in Seoul warst, war es noch das konventionelle System, und seit 92 ist das eben diese elektronische Filter. Was hältst du davon? I think it does a total injustice for the boxers for the simple reason it put more emphasis on power punches rather than skill and combinations. Es ist eine absolute Ungerechtigkeit gegenüber den Boxern, denn die Betonung liegt inzwischen ja fast ausschließlich auf Wirkungstreffer statt auf Kombinationen. Gute erste Runde für Zoltan Lunke, und die Punktewertung reflektiert dies auch. Another problem which I find very annoying watching these fights is the way the officials behave. Some are so pompous and majestic in their movements and gestures, and everything takes so long, and the number of interruptions is simply annoying, and it must be frustrating for boxer to be part of this funny procedure. Man, es ist, wenn man die Offiziellen in die Rat sieht, sehr frustrierend für die Boxer. Es muss ihren Box den Fluss des Boxens ständig unterbrechen. Was hältst du davon? Their officials are very easily influenced. They're more concerned with their position and how they look and how they represent whatever native country they're representing.
Die Offiziellen sind sehr leicht beeinflussbar und sie sind sehr viel stärker darauf bedacht, ihre Position, ihre eigene Position zu wahren, die sie in ihrem eigenen Land, in ihren Verbänden haben. Das ist natürlich ein Gesichtspunkt, den ich sie eigentlich nicht so richtig in Rechnung gestellt habe. Now what you've heard about all the payments which are so allegedly which have allegedly been made in Seoul, did strike you that the judgments that the rulings were a bit odd in Seoul? Well, I mean, I haven't got any facts to prove, but it doesn't take a genius to figure out when one human being watch a fight and you have 10 people watching a fight and they can see the guy in the red win the fight and the decision is given to the blue. Ja, man mochte kein Genie zu sein, zu sehen, wenn 10 Leute einen Kampf so bewerten und die offizielle Wertung ist eine andere, dass man denkt, das läuft nicht als mit rechten Dingen zu. Er hat natürlich keine Fakten, um das zu belegen, aber das ist der Eindruck, den man dabei bekommt. At the moment, Zoltan is in total control of this bout. He's landing punches at will. Zoltan ist im Augenblick völlig in Kontrolle. Er hat keinerlei Probleme, seine Schläge hier anzubringen. Er trifft sozusagen, wie er will. Being at a disadvantage at his height, it's quite amazing. He stands right in front of his opponent and make him miss that many shots. Trotzdem, Reichweiten nach der Halle ist es ihm möglich, direkt vor seinem Gegner zu stehen und den Gegner ständig viel Schläge anbringen zu lassen, das heißt dann Schläge zu verfehlen, ihn ins Leere laufen zu lassen. Gute Reaktion, also gute Reflexe von Zoltan Lunke und er ist ein harter Puncher, das kann man nicht leugnen. Sie sehen es, wie immer wieder auch mit Körpertreffern zum Zuge kommt. Schöne Rechte und da ist sein Gegner ein bisschen ins Wackeln gekommen, Martin Castillo. This is the first I'm actually watching Zoltan fight, and from what I can see, he's the judges' dreams as far as the computer scoring is concerned. He lands with effectiveness, it's very clear and is very visible. Das erste Mal, dass Adrian Zoltan Lunke boxen sieht, und ist er beeindruckt von der Effizienz, mit der er seine Arbeit hier erledigt, seine Aufgabe bewältigt und wie er in der Lage ist, seinen Gegner zu beherrschen. Soweit die zweite Runde. Wir machen hier eine kurze Pause, wir uns aber in wenigen Augenblicken wieder. Du bist doch Chef, du bist doch Filmmeister. Kann alles mitmachen. Ja, man rausgehen, gut. Ja, andeuten rausgehen und dann Meinung schlagen. Und weiter geht's. Zoltan Lunke hier in voller Kontrolle in diesem Kampf mit Martin Castillo aus Mexiko, den wir hier im Bild sehen, der inzwischen sehr deutlich im Rückstand liegt nach Punkten. Zoltan kontrolliert den Kampf ohne große Schwierigkeiten und ist in der Lage, seine Schläge anzubringen, wie er will. Mein Gast hier, Adrian Dotton aus Großbritannien, der im November um die Weltmeisterschaft boxen wird, wahrscheinlich um die Weltmeisterschaft boxen wird, die WBO-Version. Weiter geht's, die letzte Runde, 12-3, die Wertung zugunsten von Zoltan. Zoltan Lunke, der untersetzte kleine Mann mit dem Rücken zur Kamera. Und ganz in Blau der Mexikaner Martin Castillo. Es dürfte dem Mexikaner sehr schwer fallen, den Punktrückstand aufzuholen. Er ist zu unerfahren mit 19. Und es fehlt ihm möglicherweise mit Sicherheit an den boxerischen Mitteln, dies zu tun. This is very beautiful boxing I'm watching from Zoltan. He's very calm, he's very relaxed, he's very selective with his punches and he lands at will. Adrian ist beeindruckt von der ruhigen, abgeklärten Art und Weise, wie Zoltan Lunke boxt, wie er sich genau überlegt, welche Schläge er anbringt, wie er sich Zeit lässt. Und wie er in der Lage ist, seine Schläge anzubringen.
But Zoltan is a little bit old for a professional, or he can't turn professional, he's 26. And although there have been reports that a lot of the Germans have signed contracts already to move over to the professionals, I hesitate to believe that Zoltan Lunke is one of them, because he's boxing in the Bundesliga, and that means he's financially secure. I think with any kind of a large sum of a guarantee to turn professional, it'll be very difficult to resist that. But at the same time, his age is not insignificant, for the simple fact that age is just simply how you feel. Er meint, dass er keine Rolle spielt, denn das Alter besagt eigentlich nur, oder ist nur in dem Sinne relevant, wie alt man sich fühlt. Nun, das sagen viele Leute, ich sage das auch von mir. Allerdings bin ich nicht ganz ehrlich, wenn ich über meine Gefühle spreche. Zoltan has, I mean, it's a little bit too premature to be talking about professional. He has a perfect style that will carry him a long way as a professional. He's very calm, he's very relaxed. He's very, you know, technical. He has a lot of skill. Der Stil von Zoltan Lunke würde ihm auch in professionellen Lage sehr gut zu Gesicht stehen, meint Erdin. Er ist ruhig, er ist gelassen, er ist ein Mann, der den Überblick behält, der technisch gut ist, der sehr locker auch vorgeht. Das heißt, die Nerven behält. Was ist dran? Was ist dran? May I ask you how old you are? I mean, I didn't want to tread on anybody's feet. Sorry? May I ask you how old you are? Yes, I am 25. I'll be 26 in September. It's no problem then. Ja, ich wollte Erdin nicht auf die Füße treten. Und erst 25, wird 26 Ende dieses Jahres, also kein Problem. Well controlled bout by Zoltan. Sehr kompliziertes Boxen von Zoltan Mandevian. Gut gemacht. Nun. Ein klarer Sieg, daran besteht kein Zweifel. Zoltan most certainly will be in the middle rounds, from what I can see here. Erdin meint, dass Zoltan Lunke durchaus eine Chance hat, im Medaillenbereich hier zu landen. Und das hört sich eigentlich realistisch an. Ja, wen überrascht das? Wen überrascht das? Boxt gegen Valo Hermansen aus.